Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GerateTV. Mein Name ist Silvio und ich beschäftige mich seit 2013 mit der Radikalisierung des Tierschutzes in Form des Tierrechts. Heute soll es wieder mal um eine vermutliche Fake-Meldung von Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz gehen. Er postete auf Facebook folgenden Artikel und einen angeblichen Screenshot seines Handys. Dazu schreibt er: Soko statt Lamm. Über diese SMS-Kommunikation haben wir uns echt gefreut. Tierschutz unterstützen statt Tierschlachten. Tierschutz wirkt, die Gesellschaft verändert sich überall. Und so etwas ist auch gut gegen Vorurteile. Das erste, was ich mir gefragt habe, wer nutzt wirklich heutzutage noch SMS? Also die Leute, die ich kenne, nutzen entweder WhatsApp oder irgendwelche anderen Dienste, aber doch keine Standard-SMS mehr. Weiterhin sieht dieses Bild, also dieser angebliche Screenshot, schon sehr stark manipuliert aus. Weil wenn man sich das mal anschaut, selbst wenn man sagt, okay, es bildet das Handy ab, wurde es ja so komisch geschnitten, dass man eigentlich davon ausgehen kann, okay, hier ist irgendwas faul. Daraufhin machte ich mich dann mal auf die Suche und fand ein Tool, wo man genau diese Sachen nachstellen kann. Dabei handelt es sich um die Seite gagprank.com, wo man genau identisch dieses erstellen kann, so wie das eben bei Friedrich Mühlen dargelegt wird, außer dass ich hinten den Beitrag noch reinspringe, aber sonst ist das 1:1, ich werde die beiden Seiten mal nebeneinander legen. Also wie man sieht, identische Satzbauzeichen. Sieht völlig identisch aus, nur dass es eben einen schwarzen Hintergrund hat. Das durfte aber kein Problem sein. Ich habe mich jetzt mit dem Dings nicht weiter befasst. Man tippt hier einfach ein, also selbst das kann ich wieder löschen. Dann ist es 1:1 wie hier drüben vom Dings. Nur dass eben hier direkt hier drunter es weggeschnitten ist. Wo dann eben hier Screenshot bei crackpank.com steht. Ja, das habe ich bei mir beim ersten, ich habe auf Facebook das schon mal gepostet, habe ich es mit Absicht drin stehen lassen, damit die Leute nicht gleich wieder sagen, ja, wie kannst denn du sein Handy hacken oder sonst was. Deswegen habe ich das mit drin gemacht. Aber das geht ganz simpel. Hallo, senden, das ist die eine Seite. Wie geht es dir, ist die andere Seite. Und so kann man sozusagen eine Pseudo-Chat-Nachricht nachbilden. Das geht dann in verschiedenen Designs, vom Android über iPhone, da hat man nah und weit, er nutzt weit. Eine Facebook-Nachricht kann man nachmachen, Skype kann man nachmachen, Twitter, Tinder, WhatsApp, LinkedIn. Ja, also das ist die Möglichkeit. Und vor allem, wenn man sich denn dieses mal durchliest, was angeblich in dem Chat mit drin steht. Hallo, ist die Spende an euch absetzbar? Liebe Grüße. Erstens sind Spenden bis 200 Euro, ja, sind so ohne Nachweis, also ohne Spendenquittung absetzbar. Gut, ein Lamm, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, kann bis zu 500 Euro kosten. Aber letztendlich kommt es auf den nächsten Tag. Perfekt, werde den Beitrag fürs Opferlamm an euch spenden. Ich denke, es ist islamkonform. Einer muss ja mal den Anfang machen. Liebe Grüße und viel Erfolg weiterhin. Allein wenn man sich schon mal die Selbstbildung sich anschaut, ist das schon sehr skurril. Aber kommen wir mal auf islamkonform an. Das Opferlamm wird ja geschlachtet. Früher hat man natürlich das Opfer verbrannt, damit der Rauch eben in den Himmel steigt zu den Göttern. Heute hat es eine ganz andere Aufgabe. Durch die Schlachtung des Lamms wird das Fleisch an Arme verteilt. Und wenn er sagt, er spendet lieber an einen Friedrich Mühlen, der mit diesem Geld Straftaten begeht, als eben armen Leuten, was eben im Koran mit enthalten ist, dass jeder 2%, ich weiß gar nicht, 2% oder 3% seines Einkommens an die Armen spenden muss. Und er gibt es diesen Straftäter Friedrich Mühlen, dann kann das nicht islamkonform sein. Und letztendlich schreibt er, genauso steht es auch im Koran, also kein Lamm, dafür Soko, denken, das passt. Genauso steht es auch im Koran. Wer lesen kann, gewinnt.
toll, was ihr macht. Montag überweise ich es liebe Grüße und dann ist der Name geschwärzt. Einerseits sieht man ja, dass Mühlen hier überhaupt nicht nachgefragt hat, ob er diesen davon einen Screenshot machen kann und dieses veröffentlichen kann. Demnach hätte er sich hier schon wieder strafbar gemacht, weil er verletzt hier die Persönlichkeitsrechte, auch wenn er den Namen schwärzt. Und zweitens, also ich vermute mal, das ist rein gefaked, wie simpel das zu faken ist, habe ich ja bewiesen. Und Mühlen ist und so in letzter Zeit sehr, man muss es wirklich sagen, vegan scheint tatsächlich, wie die Gehirnströme massiv zu beeinflussen. Sieht man an Attila Hildmann, das sieht man an Frank Albrecht, das sieht man an Peter, das sieht man eben auch an Friedrich Mühlen. Und hier muss man klipp und klar sagen, die Vermutung liegt nahe, dass dieses definitiv gefaked ist, schon alleine so wie das zusammengeschnitten ist, das Bild vom Screenshot her, liegt die Vermutung nahe, dass es eben kein Original ist, sondern ein Fake ist. Okay, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, das hilft uns weiter. Wir sind bei 336 Abos und morgen gibt es dann wieder einen Livestream. Dann tschüss, bis morgen.